Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Wir gucken uns heute mal Riders of Icarus an. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, ein MMORPG, kommt vom Entwickler WeMade.io und wird von Nexon gepublished. WeMade.io sagte mir persönlich jetzt vor diesem Spiel nichts, deswegen, wenn ihr die nicht kennt, nicht so schlimm. Nexon dürfte eventuell ein Begriff sein, kennen tatsächlich relativ viele hier auch nicht. Die sind in Asien auch ein bisschen bekannter, aber weltweit gesehen sind die der größte Publisher von Free-to-Play-Spielen. Und ja, das ist jetzt ein neues Spiel von denen. This smell will never come out. Und ja, man sieht eigentlich schon, was man so sehen kann. Sieht aus wie ein ziemlich klassisches MMORPG. Wir haben hier Leben, wir haben Wut. Die ist noch ein bisschen interessant. Macht jetzt aber keinen großen Unterschied. Ja, dann haben wir hier Fähigkeiten. Erfahrungsleiste. Dann haben wir Quests, die wir annehmen können. Beziehungsweise die mit Fragezeichen, das sind die, die ich schon angenommen habe. Die stehen jetzt noch aus. Kann man sich hier anzeigen lassen oder halt auch nicht. Dann gibt es natürlich Shortcuts für alles Mögliche. Ich finde Map für den Charakter, was er so hat, für Werte oder auch fürs Inventar. Gibt es alle möglichen Sachen. Hier sehen Sie, vielleicht kann ich mal noch was ausrüsten. Ja, und ja, es basiert auf der Cry Engine. Ich denke, das sieht man eventuell auch. Also ich finde, das kann man anhand von Grafikstil ganz gut erkennen. Ja, was natürlich schon irgendwo auffällt, ist, dass es relativ ähnlich wirkt wie Aeon. Zumindest kommt es auf mich immer so vor. Das basiert ja auch auf der Cry Engine. Ist aber von NCSoft. Und wird von Gameforge gepublished. Aber es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, jetzt mal abgesehen von dem normalen MMORPG-Aufbau, gibt es Rückrufschreine, die auch Flügel haben. Und hier muss man sich halt mit so einem Stein zurückrufen. Hat dann auch so eine blaue Animation. Und jetzt gleich sieht man noch, wie es was aufsteigt. Erinnert mich persönlich schon relativ stark an Aeon, also bringt jetzt nichts, weil ich mich hier ran gebunden habe. Ich wollte das nur mal eben zeigen. Dann die Grafik an sich, finde ich, sieht schlechter aus als in Aeon. Hat aber schon ein bisschen anderen Stil. Ist aber an sich, ja, ich sag mal grundsolide, ist jetzt nichts Besonderes. Die meiste Zeit läuft es auch ganz gut. Es gibt zwischendurch noch so kleinere Ruckler. Ich glaube, das sind Nachladeruckler. Da müssen die Entwickler nochmal dran arbeiten. Weil das ist echt sehr unschön. Aber abgesehen davon läuft es ganz gut. Ich habe hier auch die höchsten Grafikeinstellungen drin. Außer das HDR-Volume. Weil das auf hoch, das gefällt mir irgendwie nicht. Also das HDR steht ja für High Dynamic Range. Das verändert nochmal so ein bisschen die Farbgebung. Und mir gefiel das hier so mit am besten. Muss jeder für sich selbst wissen. Genau wie Motion Blur habe ich so niedrig gemacht, wie es nur geht. Ja. Bei Sound gibt es jetzt nicht so viele Einstellungen, aber das reicht, das sind so die wichtigsten. In einem Spiel kann man natürlich relativ viel einstellen, was alles so angezeigt wird und so. Dann gibt es ja, Spracheinstellungen, die habe ich auf Deutsch umgestellt, ich habe es auch noch nicht neu gestartet, deswegen hat er das noch nicht übernommen. Aber man kann das auch auf Deutsch umstellen. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen reingezockt, ich bin ja Level 5. Ja, das gibt es seit 2 Tagen. Also seit vorgestern. Und ja, unterscheidet sich so grob nicht wirklich groß von anderen MMORPGs. Man kann ja auch Quests machen und so. Ja, das Einzige, was eventuell interessant ist, es gibt neben diesem normalen Kampfsystem, wo man halt so einen Gegner anvisiert und dann draufhaut, wie das halt meistens ist, gibt es noch so ein Action-Kampfsystem. Das habe ich jetzt am Anfang nicht genommen, weil ich, also man muss sich entscheiden. Ich weiß nicht, ob man das nachträglich wechseln kann. Ich habe dafür noch keine, oh, ich sehe gerade, ich habe noch neue Skills. Ich habe dafür noch keine Einstellung gefunden, um das umzustellen. Aber, naja. Vielleicht geht's ja. Ihr könnt es ja selber mal ausprobieren. Der Link zum Spiel ist in der Beschreibung. Das ist ein Free-to-Play-Spiel, das heißt, es ist komplett kostenlos. Solange man da nicht in irgendwelche kosmetischen Sachen oder so Geld investieren möchte, könnt ihr euch ja mal angucken. Könnt ihr ja mal das Action-Kampfsystem wählen, falls euch das interessiert. Ja, und sonst ist es das eigentlich so ziemlich, bis auf eine Sache, die das Spiel
ja, schon ein bisschen unterscheidet, vor allem von Alien, was ja sonst sehr viele Gemeinsamkeiten hat. Man kann hier so Pferde unter anderem, also was ist Pferde, Einhörner, kann man so taunten und dann draufspringen. Und dann muss man hier jetzt, ja, probieren, ja, die halt zu zähmen, um die verwenden zu können, also um auf den reiten zu können. Das ging jetzt sehr einfach und wir hatten gar keinen Fail-Wert. Das erinnert einen vielleicht auch ein bisschen an Alien mit Fail und Success, wenn man an die Rohstoffgewinnung denkt. Jetzt gerade hatten wir einen kleinen Frame-Drop. Ja, das sind halt diese komischen Nachlade-Rucklader. Ja, ja, kann man auch nicht wirklich was gegen machen. Da müssen die Entwickler halt nochmal dran arbeiten. Ja, und dann kann man mit denen also ganz normal rumreiten. Später gibt es auch noch so Drachen, zumindest lässt der Trailer das vermuten, aber ich denke mal, diese werden dann drin sein. Und wahrscheinlich auch noch andere Lebewesen, auf denen man dann reiten kann, eventuell auch fliegen, halt je nachdem, ob die Flügel haben oder nicht. Es gibt noch so eine Intro-Sequenz, das ist so eine Art, ja, so eine Art, Zukunftsvision, sag ich mal. Und da muss man nämlich, aus dem... Oh. Nein, ich wollte hier eigentlich nur absteigen. Hallo. Und da muss man nämlich aus dem Gefängnis fliehen. Und da fliegt man nämlich mit so einem Pegasus weg, also quasi fast demselben Teil, nur mit Flügeln. Und ja, das entlasse ich mal wieder, weil ich habe das selber quasi schon auf Level 5. Ja. Jetzt haben wir wieder einen schönen Nachladeruckler. Wunderbar. Naja, abgesehen davon läuft das Game ganz gut. Das Problem ist, es gibt relativ viele Nachladeruckler. Und teilweise auch... Ja, schon einige hintereinander oder welche, die etwas länger anhalten. Wobei das gerade eben war schon relativ lang verhältnismäßig, also es geht. Die sonstige Performance ist okay, aber das ist halt von der technischen Seite her nicht besonders schön. Ja, die Grafik reißt keine Bäume aus, ist aber zweckmäßig, sage ich mal. Hier sieht man noch ganz gut, man kann den Charakter ziemlich, da kann man echt ziemlich viel anpassen, der Charaktererstellung, unter anderem auch die Größe. Ich denke, man sieht einen deutlichen Unterschied. Ich bin... noch nicht mal Maximalgröße, aber schon ziemlich groß und die ist eher sehr klein. Vielleicht sogar so klein wie möglich, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und ja, sonst hat man natürlich eine große Spielwelt zu erkunden. Es gibt hier so einiges. Ja, und ich bin momentan vom Spiel eigentlich ganz angetan, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das bislang nicht so klang. Weil ich ja immer sehr viel Referenzen zu Alien gezogen habe. Weil das Spiel, glaube ich, schon sehr stark davon inspirieren lässt. Ist vielleicht gar nicht so der falsche Weg. Weil ich meine, Alien hat 5 Millionen registrierte Spieler. Wäre ja ein Ziel, was sich das Spiel setzen könnte. Man sollte halt vielleicht aber noch ein paar mehr eigene Elemente mit reinbringen. Ich meine, das Zähm ist schon ganz cool. Wobei das auch ein bisschen mit der Rohstoffgewinnung aus Alien zu vergleichen ist. Zumindest im, halt ob das gelingt oder fehlschlägt. Ja, aber sonst ist es eigentlich ja, ein ganz grundsolides Spiel, sage ich mal. Es macht mir momentan Spaß. Ja, das hatte ich schon gesagt. Und jetzt wollte ich noch sagen, Alien ist nämlich mein Lieblings-MMORPG von allen, die ich bislang gespielt habe. Und ich habe, glaube ich, schon so um die 15 Stück gespielt. Und wahrscheinlich, weil es so nah ist, finde ich das gar nicht so schlecht. Also, ich finde es sogar ziemlich gut. Aber noch ein paar mehr eigene Ansätze, bis auf das... man ein paar Viecher taunten kann, wäre eventuell noch, beziehungsweise Sam wäre noch ganz nett. Ja, sonst die Welt ist ja, ganz okay designt. Es gibt hier, ja, hier ist relativ viel Leerraum, aber auch das passt irgendwie wieder, finde ich. Naja, ich kann noch mal eben zeigen, wie das ist, wenn man hier gegen so ein Vieh kämpft. Die mich übrigens auch sehr an diese einen aus Alien erinnern, die so aus dem Riesenhamster. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißen. Aber jeder, der Alien spielt, muss, glaube ich, wissen, welche ich meine. Und ja, die sind ja auch immer anscheinend in so kleineren Gebieten drin, die über so Säulen an der Seite sind und so. Das ist schon... Ich glaube, das ist schon sehr stark inspiriert. Muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber wie gesagt, ein bisschen mehr Eigeninitiative wäre ganz nett. Dann wäre es nämlich wirklich eine Alternative. So würde ich nämlich sagen, ist es eher so... Auch wenn es jetzt storymäßig noch ziemlich geil wird oder das noch andere Stärken zeigt, ist es wahrscheinlich eher hinter Alien. Weil es wirkt halt schon etwas wie eine Nachmache. Jetzt hatten wir gerade wieder einen Frame-Drop. Ja, wenn die Frames gerade nicht
droppen, sage ich mal, also wenn da kein Nachladeruckler oder sowas, also ich vermute, dass es sowas sein wird, sowas in der Art ist, dann, ja, kommt man hier auch, also ich komme mit meinem PC hier auch solide um die 100 Frames, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem, was so passiert. Ich denke, mein PC ist auch ein bisschen Overkill für das Spiel mit einem 6-Kern-AMD-Prozessor und einer GTX 89 und 16 GB Arbeitsspeicher. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und konntet so einen kleinen Ersteindruck bekommen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könntet ihr mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, Link zum Spiel ist in der Beschreibung. Und ja, sonst würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Tag und wahrscheinlich auch schöne Ferien. Die fangen ja jetzt an. Und ja, dann würde ich sagen, abonnieren, wenn ihr es nicht getan habt, like, wenn es euch gefallen hat. Und sonst sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein, bis dahin und tschüss.